So, servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Landluft-Story-Projekt. Wir sind ja in der letzten Folge hier stehen geblieben und haben hier unseren Hänger und alles rausgeholt. War schon so ein bisschen eine kleine Tortur, muss ich schon echt zugeben. Ich mit Drehschimmel ist einfach nicht so mein Fall. Aber wir waren jetzt mal auf dem Weg runter zum Dave. Oder wie ich ihn gerne nenne, McHolland. Und dann fahren wir da einfach mal hin und schauen mal runter, dass wir das Luzerne-Heu kriegen. Ding, 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 ding. Oh, warte mal, mein Handy ist auch noch gerade da, Mann. Ja, hallo. Yo, hier der Dave. Servus, Dave. Du hattest doch gesagt, du würdest doch mal so einen Holzkipper nehmen. Ja, so ein bis zwei Hängerchen voll, den ich gerne nehmen, ja. Ich hätte jetzt hier mal einen Kipper, hätte ich mal voll. Okay. Ja, wäre ich schon auf dem Weg zu dir. Ja, das ist super. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zu dir runter wegen dem Luzerne-Heu. Ja. Du kannst aber, wenn du möchtest, wenn du über auf dem Hof fährst, ja, fährst du den Berg nach oben Richtung der alten Wirtschaft. Da ist die Bäckerei oben. Ja. Und da ist ein Stadel davor. Da kannst du aufmachen, da ist nicht zugesperrt. Ja. Und dann einfach da reinkippen, weil dann ist das Holz im Trockenen. Jo, mach ich. Das ist super, danke dir. Aber hier, ich weiß nicht, ich bin hier gerade an einem Waldstück vorbeifahren. Ja. Weißt du, was es mit diesem Gebäude auf sich hat, was da drinnen steht? Auch so ein alter Stall. Was ist sowas? Ein alter Stall? Ja, da wachsen schon die Bäume raus. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht genau, wo du meinst. Das müssten wir uns vielleicht mal angucken. Wenn du von deinem Hof runterkommst. Ja. Dann die Kurve, wo wir uns getroffen haben. Ja. Schneeschieben. Da in das Waldstück da rein. Okay. Und da steht ein Stall. Da steht irgendein altes Gebäude, eine alte Scheune oder sowas, ja. Okay, ne, da habe ich jetzt noch gar nicht aufgepasst, aber ich denke, das lässt sich bestimmt rausfinden, was das ist. Ja. Ich kann ja mal die Augen und Ohren offen halten. Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Wieso, hast du damit was vor? Oder war generell mit dem Waldstück hätte ich was vor, aber das Gebäude, das sieht mir schon so alten marode aus und vor allem so abgeranzt, sag ich mal. Das, ich weiß auch nicht. Na, ich muss mal so gucken, weil irgendwas weiß ich da, wenn das nicht allzu weit weg ist vom Hof, dass da noch irgendeine Scheune zu meinem Hof dazugehört, aber das müssten wir mal angucken. Wie gesagt, ich habe mich damit auch noch nicht so wirklich beschäftigt. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, das ist sogar Staatswald, wo das drinnen steht. Aber dann müssen wir einfach mal bei der Gemeinde nachfragen und dann mal gucken. Ja. So. Ich sag dir, das ist zwar schon ein bisschen rutschig hier. Selbst mein Traktor kämpft hier ein bisschen. Ja, meiner kämpft hier gerade bei dir den Weg hoch. Nein, da den Feldweg. Zur Bäckerei? Ja. Na gut, ich habe ja extra schon noch ein bisschen hochgeräumt da. Ja. Dass es nicht mehr allzu rutschig ist. Weil er hat auch nicht die Power gerade, weißt du. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich hier die größte PS-Zahl habe. Naja, klar. Das werden wir schon noch irgendwie hinkriegen, oder? Ja. So, ich hab noch einen Traktor gefunden. Nee, das glaubst du nicht. Was, noch einen älteren? Nee, nicht älter, sondern eher neuer. Okay, bei dir im Wald oder wo? Ich hab mal in die Papiere guckt. Der hat weniger PS als der Fendt. Okay. Aber viel schneller. Aha. Da bin ich immer gespannt, was du da für ein Gerätchen hast. So einen schönen John Deere. Ein Johnny hat er. Mhm. Nicht Johnny schlecht. Fendt. Also ich habe irgendwie so alles da am Hof stehen. Naja, siehst du ja, was du gebrauchen kannst und vielleicht kannst du ja ein oder anders zu Geld machen und neu investieren, wer weiß. Ja. Liegt ja drauf an, was du eigentlich alles so machen willst, ob du das komplette Spektrum vom Hof übernimmst oder. Ach,
Also ich sag dir ganz ehrlich, Landhotel klingt sich jetzt schon recht gut scheinbar. Ja, das schon. Also ich denke, da läuft auch gut was mit den Zimmern. Ja, auf jeden Fall. Aber man kann ja immer so auch ein bisschen weiter ausbauen, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt bin ich jetzt bloß mal gespannt, ob ich das hier mit meinem Ballenspieß an die Palette rankomme oder nicht. Wenn nett, gehst du bei mir auf dem Hof, da steht auch noch eine Palettengabel. Es könnte natürlich sein, dass ich die brauche bald, ja. Weil es könnte klappen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nein. Aber es ist halt auch ein bisschen schwierig da hinten reingebaut. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht per Hand ein bisschen rausziehen kann. Ja, weil mal. Es doch hinterm Pfosten ist, das ganze Zeug. Ja. Aber das werden wir gleich mal hinkriegen. Oh nee, ich sag dir. Das hört sich ein bisschen anders an. Ja, es geht schon, weil es ist ja ein betonierter Boden, aber leicht ist was anderes, das sag ich dir. Wenn's ein bisschen besser rutschen würde, das Zeug. Ach also Gott. Ich kauf mir echt so einen Abschiebewagen von Fliegel. Wenn ich Holz ausliefere, ohne Scheiß. Ich bin so froh, dass ich ein Headset habe, ohne Witz. Warum? Ja, sonst hätte ich mit dir jetzt gerade nicht telefonieren können. Ich habe gerade alle Hände gebraucht. Ja gut, dann bis dann. Jo, ich komme dann auch gleich mal in den Hof. Ja, kannst du mir vielleicht nochmal bei per Hand abladen helfen. Ja, das kriegen wir, denke ich, hin. Ich kann's nicht. Jo, dann bis nachher. Bis dann, ciao. Boah, ich sag euch, die Paletten, die waren jetzt gerade schon echt ein bisschen anspruchsvoll hier. Ja gut, ich sag mal, ich habe auch nicht das richtige Werkzeug dafür, aber die standen halt auch recht bescheiden da hinten drin. Ich hoffe jetzt nur, dass wir die da drauf kriegen. Aber ich bestelle mir auf jeden Fall eine Palettengabel, weil sowas mache ich ja nicht nochmal mit. So, jetzt stellen wir die einfach mal hier ein bisschen mittig drauf. Oh ne, jetzt kriege ich die Dinger nicht mehr runter, oder? Es hängt die Gabel da drin. Oh ne, es geht. Okay, es geht. Schieben wir noch ein bisschen zurück. Oh, jetzt hängen wir das Zeug aber erstmal an. Ja, doch, das passt. So, hier. Erstmal den hier drüben noch einhängen. Ja, das sollte passen. Oh, ich sag euch. Wenn man nicht das richtige Werkzeug hat, ist das alles ein bisschen schwierig. Aber wir sehen es, wir kriegen es ja doch ein bisschen Muskelkraft. Und dann kann man es ja noch ein bisschen mit dem Fahren hinkriegen, obwohl ihr ja gesehen habt, das war nicht so astrein. So, jetzt machen wir aber hier schnell wieder zu. Nicht, dass es heißt, dass ich hier nicht wieder alles ordentlich zusperre. Wenn er bei mir im Hof ist, kann ich mir ja den Schlüssel eigentlich auch dann geben. Komme ich eigentlich hier wieder raus? Wartet mal. Er könnte jetzt hier theoretisch einmal rumfahren, aber weiß er nicht, ob ihm das Feld hier mit dazugehört oder nicht. Na komm. Im Winter ist der Boden gefroren, da sollte nochmal nichts passieren. Und dann fahren wir hier einfach wieder hoch. Und dann lassen wir das aber erstmal auf dem Hänger, dann können wir das oben bei den Schafen dann direkt abladen. Weil ich glaube, das kommt mit der Gabel oder mit dem Ballenspieß nicht mehr so gut.
Aber schauen wir mal, ob Dave noch da ist, ob er hochgekommen ist. Und mit was für einem Trecker überhaupt unterwegs ist. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber wenn er schon sagt, er hat nicht so viel PS, dann bin ich mal gespannt. Dann hat er doch eher ältere Maschinen. Boah, was hat er denn hier für ein Schlagloch? Ich glaube, ich soll auch mal schauen, ob meine Reifen ja auch noch gut sind. So. Aber da werden wir gleich sehen. Der müsste ja entweder aber runterwegs sein vom Hof. Oder noch oben stehen. So, fahren wir jetzt gleich mal geradeaus hoch. Och Gott, da war die Gemeinde ja noch gar nicht. Eieiei. Naja, was soll's. Wir kommen auf jeden Fall durch. Kommt hier was? Nö. Sieht gut aus. Und dann fahren wir da gleich mal hoch, dass er gleich am richtigen Ort steht. Oh. Boah, stimmt, das war ja mein Buckel. Müssen wir doch mal nachräumen. So, fahren wir mal unten rein. Jetzt hoffe ich nur, dass er hier nicht gerade rauskommt. Nö, das sieht frei aus, okay. Dann können wir gleich mal schauen, ob er das Holz auch da oben reingepackt hat. Aber gut, wir haben ja auch schon gut zu kämpfen. Oh, ist er schon wieder weg? Ich dachte, Dave ist noch hier, aber okay. Das Holz hat er mir auf jeden Fall reingeschmissen hier. Das ist schon mal gut. Bisschen mittiger wäre schon schöner gewesen, aber passt. Na ja, gut. Ah ne, wir müssen ja gleich abladen. Ich brauche ja den Kipper. Ich muss ja noch den Mist runterfahren zu ihm. Und dann kann man auch einen Schlüssel abgeben, wenn er nicht mehr da ist. Es wird natürlich jetzt auch spannend, hier hinten runterzukommen. Hier ist vielleicht doch noch ein bisschen rutschiger. Und hier dann wieder zurückstoßen mit dem Drehschemel möchte ich jetzt nicht, also. Fahren wir da mal ein bisschen langsamer runter. Fahren wir jetzt das Ganze aber gleich mal hier vorne hin, dann können wir nämlich einmal drehen. Boah, der rutscht aber ganz gewaltig. Ich glaube. Was soll das denn? Lassen wir jetzt mal hier so.
Machen wir den mal fest, weil nicht, dass er mir da noch abhaut. Spanngurte gleich mal los. Dann probieren wir es halt auch gleich zum Abladen. Wenn wir gut zielen, sollten wir es schaffen. Na, wenn wir da so gut zwischen reinfahren, dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Dann können wir ja gleich mal gucken, ob wir sie nicht gleich hier in die Futterstation stellen. Ist ja auch ein kleines Vordach dran. Das wäre, glaube ich, gar nicht so doof. So, schieben wir sie bloß noch mal ein bisschen weiter vor. So, dann sind sie nämlich hier im Trockenen. Ja, doch, das passt schon. Dann können wir eigentlich den wieder anhängen und gleich mal oben um die Bordwände wieder ranklatschen. Und dann brauchen wir die Schaufel wieder. Aber ist noch ein schöner Wintertag geworden, muss man schon mal auch sagen. Kann man sich nicht beklagen. So, den Rest kriegen wir auch noch so hin. So, er hängt wieder, den Keil nehmen wir wieder mit. Und dann schauen wir mal, ob wir hier wieder rauskommen. Ob das jetzt so schlau war. Doch, geht. Ich habe überlegt, 14 Jahre lang weg, jetzt doch alles eigentlich alleine bewirtschaften. Und dann auch die ganzen Maschinen hier, da muss man sich echt erst wieder an alles gewöhnen. Aber kriegen wir schon, und vor allem ist hier schon wieder rutschig wie Sau mit den Schlaglöchern. Aber es geht. Hätte schon gesagt, wir schauen mal bei meiner Mutter mal vorbei in der Wirtschaft. Aber diese aktuell im Dorf unten beim Vater zu Besuch, eine Pflegeeinrichtung, da steht man vor verschlossener Tür stehen heute. Ja, jetzt, ich bin mir jetzt gerade überlegen, wenn wir schon hier oben sind. War das jetzt so schlau, dass ich das Holz da reinkippen lassen habe? Ich hätte es mir eigentlich auch hier hinkippen lassen können. Dann hätten wir es nämlich gar nicht so weit hier in die Bäckerei rein. Gut, ein bisschen Brennholz ist ja noch hier. Aber ihr seht schon, es ist schon echt eine urige kleine Backstube hier. Ja, da müssen wir natürlich auch noch ein paar Zutaten uns organisieren. Aber ich möchte halt wirklich für unsere Gäste auch mal gerne ein bisschen Brot backen. Vielleicht ein paar Kekse oder so, mal schauen. Dass wir das ans Laufen kriegen. Dass man sich halt so ein bisschen abheben kann von den anderen Betrieben und schon so ein bisschen auf, sagen wir mal, so Eigenvermarktung gehen.
Weil ich habe viel vor. Also, ich war mir am Anfang echt nicht sicher, ob ich den Hof wirklich übernehmen möchte oder nicht. Aber auch. Weil es bietet sich ja wirklich an. Es ist ein schönes Fleckchen Land, muss man ehrlich dazu sagen. Wir sind hier am Hang, wir haben hier alle Möglichkeiten. Ich habe mir vielleicht schon überlegt, ob wir vielleicht auch ein bisschen, also traubenmäßig, ein bisschen hier so an dem Hang, so ein paar Weinreben, den eigenen Traubensaft oder auch vielleicht auch mal einen Wein. Man kann viel machen, muss man jetzt ehrlich mal sagen, aber wir haben jetzt erstmal Hauptziel, dass der Hof wieder komplett funktionsfähig ist, beziehungsweise betrieben werden darf. Und da habe ich euch ja auch schon gesagt, ein paar Sachen müssen noch gemacht werden, wie Hof gepflastert werden hier unten. Müssen noch ein paar Sachen weggebracht werden. Jetzt ist die Preisfrage. Na gut, ich muss die Bordwände hinbauen. Wir müssen sowieso nach hinten fahren. Aber dann fahren wir hier gerade mal durch. Weil hier der ganze Schrott muss noch weg. Das wurde auch bemängelt. Da muss ich mir noch überlegen, was wir mit den restlichen Hallen hier machen. Da müssen auch noch ein paar Balken teilweise ausgetauscht werden. So. Ich sage, ich habe das nicht so im Griff hier. Nee. Am besten einfach nochmal gerade ziehen und versuchen einfach geradeaus nach hinten zu fahren. Das funktioniert eigentlich genauso wenig, sehe ich gerade. Aber mal schauen, vielleicht kommen wir ja so eigentlich schon an die Bordwände hin. Ja, können wir machen. Dann hole ich jetzt erstmal die ganzen Sachen raus. Dann machen wir den wieder komplett fertig. So, Bolzen mitnehmen, Bordwand. So. Die wieder unten reinstecken. Okay, die Folie, warte mal, die können wir hier oben noch rüberziehen. Passt. Beziehungsweise, die lassen wir mal auf der Seite. Ja, sieht gut aus. Und den Hänger, den ziehen wir, können ja auch mal hier schnell rein. Den ziehen wir jetzt hier gleich mal auf die Seite, dass wir hier durchkommen. Den lasse ich nämlich erstmal schnell hier oben stehen. Weil sonst muss ich ja da wieder rumbankeln mit dem Hänger. Wenn ich jetzt die Schaufel hole. Und das muss ja nicht sein. Wo stelle ich denn die Gabel jetzt hin? Die könnten wir eigentlich gleich hier vorne reinstellen, wo auch die Ballen drin sind. Weil die müssen ja auch noch alle weg. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen Heu drin, das muss dann auch noch hoch. Dass das hier ein bisschen frei wird, dass wir den Stadel auch herrichten können. Dann schauen wir doch gleich mal. Den können wir ja soweit schon mal abklemmen. Aber ich muss noch an die Schläuche. Der klemmt nämlich hier immer. Passt. Müssen wir auch mal beheben. So, machen wir hier aber auch gleich wieder zu. So, das passt. Schaufel ist parat. Warte mal, da scheren wir mal so rum. Zurück und dann holen wir schnell den Mist. Müsste ja mit ein bis zwei Schaufeln eigentlich erledigt sein.
Ist ja doch eine relativ große Schaufel, was wir haben. Ich hoffe bloß, es ist nicht so gefroren, das Ganze. Oh, doch, das ging sogar. Oh, ist vielleicht doch ein bisschen mehr. Verdammt. Ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass das gleich so viel ist, aber. Ein bisschen mit Schwung. Passt. Aber für das bisschen können wir den Hänger jetzt ruhig hier stehen lassen. So. Ein bisschen aufpassen mit dem ganzen Gestänge da oben. Und ich weiß auch gar nicht, ob Dave jetzt eigentlich nochmal kommt mit einer zweiten Fuhre Holz oder nicht. Bin da echt ein bisschen überfragt. Aber wir könnten ja rein theoretisch nach gleich nochmal anrufen. Ob er am Hof ist oder nicht. So, fahren wir mal ganz hin. Schauen wir, ob wir den Rest hier noch reinkriegen. Oder ob wir das dann echt mit der Hacke hier wegkriegen müssen. Ja, ist schon echt festgefroren, das ganze Zeug hier. Probieren wir es nochmal. So. Bisschen was haben wir nochmal weggekriegt. Ding, 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 ding. Oh, das Telefon schon wieder. Moment. Ja, hallo. Jo, ich bin's nochmal. Ah, Dave, servus. Ich bringe jetzt die zweite Fuhre hoch. Ah, das ist ganz gut. Ich bin nämlich auch gerade am Hof. Ich verlade gerade deinen Mist. Und ich hätte noch deinen Schlüssel dabei. Ich hab den mitgenommen gleich. Ah, okay. Weil den habe ich jetzt gerade schon im Hänger drin. Ach so, gut, dann ja. Aber ich habe noch einen Schlüssel für die Scheune. Ja, den nehme ich gleich mit. Ey. Sei froh, dass du das nicht machst mit dem Holzmagen. Wieso? Nicht so gut, oder? Das ist anstrengend hier, ich sag's dir. Wieso, so alte Maschinen, oder? Nee, das nicht. Nö, das ist dann alles nicht automatisiert oder irgendwas. Ach so, alles noch von Hand? Genau. Oh, oh, oh. Hebel ziehen, Knöpfchen drücken. Naja, aber. Anstatt dass es so ein CNC-gesteuertes Ding ist, nee. Hebel nicht. Ja, gut, kannst du ja vielleicht mal nachrüsten, wenn es mal in die größere Produktion gehen soll. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Ja, wenn das so weitergeht, das schon mal nicht. Ach so. Ja, dann muss ich mir mal angucken, dein Maschinchen da, wie sich das so verhält, oder? Vielleicht interessiert es mich ja auch, weil ich habe ja auch ein bisschen Wald und ich, wie gesagt, ich heiz ja eigentlich hier alles mit Holz. Was wir machen können, wenn wir das Ding abgeladen haben, dass du mir noch mal ein bisschen zur Hand gehst da oben. Ja, das könnten wir eigentlich schon machen. Dass wir noch mal eine kleine Fuhre machen und dann. Ja. Das könnten wir noch mal machen. Dann siehst du auch mal, was das für eine Arbeit ist dahinter. Naja, klar, dann fahre ich dir gerne mal mit. Dann gucke ich mir das mit an. Können wir ja noch gleich aufs Weihnachtsfest gehen. Ja, genau, da können wir ja dann schauen, je nachdem, wenn wir fertig sind. Ja. Können wir ja noch so ein kleines Tässchen Glühwein trinken. Ach, das trifft sich ja gut, da kann ich gleich einen ganz großen Anhänger mitnehmen.
Was? Was hast du da vor? Willst du mich hier gleich komplett einspannen? Die vollhauen. Die kleinen Drehschemel vollhauen einmal. Naja, schau mal halt, wie es läuft. Sehen wir alles. Ja. Ich bin da offen für solche Sachen. Alles gut, ich werde mal so von hinten auf deinen Hof drauf fahren. Von unten her. Ja, ja, kannst machen. Ich stehe gerade hinten an der Einfahrt, hinter der Halle. Ja. Wie ist dann? Soll ich dir den Hänger schnell runterfahren? Nee, den fahre ich jetzt schnell runter gleich. Okay. Das dauert ja nicht lang. Das ist gut. Wenn ich weiß nicht, was du schnell da mit was du dann in den Wald fährst, dann nimm du den kleinen Kipper mit. In Einachser. Ja, also sonst hätte ich einen Fendt mitgenommen. Ja. Also sonst hätte ich halt gesagt, ich hänge den Drehschemel bei mir hin. Ja. Wir fahren gemeinsam zu dem Hof, dann kipp ich's ab und dann fahren wir weiter in den Wald. Dann ist die Kombi gleich. Ja, können wir auch machen. So, so. Gleich sinnvoll bestückt. Ja, dann machen wir es so. Okay. Jo. Bist du schon am Hof oder bist du noch am Herweg? Ich bin jetzt kurz vor deinem Kuhstall. Na okay, gut, dann sehen wir uns gleich. Jo. Bis gleich. Bis gleich. So, dann hängen wir den gerade noch schnell an hier. So. Dann ist der schon mal fertig hier. Dann lassen wir den mal kurz hier stehen, dann schauen wir mal, wo er ist. Sehr nettes Gespann. Wir sind kleines Gespann. Naja. Aber ein schöner Favorit, also muss man schon mal sagen. Nicht schlecht. Das ja. 150 PS. Ah ja, das ist doch nicht verkehrt. Hat keine Geschwindigkeiten, das ist das Problem. Naja, aber es ist ein Schmuckstück. Ich 230 begnügen, ne? Ja, aber es ist doch ein schönes Schmuckstück, muss man schon mal sagen. Also. Ja, ja. Da gibt's schlimmere Fahrzeuge. Das stimmt wohl, ja. Man sieht meinen kleinen John Deere. Ja, den sehe ich ja noch nicht. Aber vielleicht ist da im Wald. Ja. Aber den meine ich nicht. Ich meine echt den in der Werkstelle. Den hast du ja schon gesehen. Ach, den. Ah, ja. Dann bin ich mal gespannt, wie du jetzt da hochkommst. Mit viel Gas im ersten Gang. Ich gehe schon mal hoch und mach dir die Tore auf. Ja. Oh, oha. Ah ja, ein bisschen kämpfen tut er schon. Jo. Fährst du bis rückwärts rein? Ja, aber Horst, du weißt doch, alles was jetzt schwarz boost, hat keine Power. Ja? Aber mal andere Sache, was kriegst du eigentlich für das Holz? Ja, 8000 Liter, 800 pro Fuhre. 800 pro Fuhre, also 1,6? Genau. Das weise ich dir dann auf jeden Fall gleich mal an. Ja. Weiß nicht, gibt. Ja, nee, das haben wir nicht drauf als Programm. Schade. Na, aber ich warte mal, ich habe ja mein Online-Banking mit am Handy. Ja. Da kriegen wir das dann schon mal schnell auf die Kette. Wahnsinn. So, ich hab's mal angewiesen. Jo, danke. Ist schon angekommen, hat schon gebimmelt. Hab mal ein kleines Trinkgeld mitgegeben. Ja. Ja, das sieht jetzt hier in die Tür auf. Aber das geht gerade so mit dem Kipper hier, also das ist schon mal gut. Das ist echt, ja. Mit dem größeren darfst du da nicht kommen. Ja, schade, ich wollte mir jetzt eigentlich noch so einen schönen Fliegelabschiebewagen holen. Ja gut, mit dem Abschieber hast du ja kein Problem, da kippt ja nichts nach oben. Ja, ich weiß auch nicht, ob das von der Höhe nicht ganz so... Ziehen wir das mal ein bisschen auf die Seite. Bleib mal stehen, dann ich nehme mal ein bisschen was raus.
Ja, ich hab schon probiert, aber es ist, geht gerade irgendwie anders, nicht so wie ich. Wie das. Nicht mich, ja, ich bin nicht mich abwerfen, ne? Nee, nee, ah, oh, sorry. Ich sag's noch. Sorry. Aber der will gerade nicht so raus hier, das Zeug. Nee, das will alles nicht so. Warte mal. Ich zieh mal hier unten ein bisschen raus, vielleicht. Ja, da ist ein bisschen was verkeilt. Oh, fast die Finger eingeklemmt. Ach, stell dich nicht so an, ich krieg immer Holz am Kopf. War ja nicht beabsichtigt. Das werde ich definitiv rausstreichen. So, kippst du nochmal auf? Ja. Ach, ich warte. Ich zieh noch mal ein Stück rein. Jo. Mit Schwung und so. Ah ja, klar. Man kann ja vielleicht auch mal. Ja, aber kannst ruhig so stehen bleiben, ist kein Problem. Muss hier jetzt hier nicht aufgesetzt werden, wie. Nee, das kommt ja danach eh wieder raus. Es muss ja dann auf die Holzbalken noch, aber gerade Ja. aktuell ist es ein bisschen Ich weiß nicht, wenn du schwierig. irgendwie so einen Fahrwagen brauchst. Für Holz. Ich hätte noch einen da. Okay, das ist natürlich auch nicht ganz verkehrt. Hier weißt du von diesem LSFM-Hofausrüstungspäckchen da. Hey, ich habe da schon so ein bisschen was in der Werbung gesehen, ja. Aber da, also für den nächsten Hänger sollte die obere Bordwand auch noch weggehen. Dann geht's besser rausrutschen. Ja. Ich habe das jetzt einfach nur den genommen, weil das der kleinere war. Das kleinere Übel. Dachte ich so in dem Moment, weil du hast es nicht einmal gemacht, dann fangen wir gleich groß an. Naja, klar. Und in dem Moment, guck. Warte. Ja, ich gehe mal ein bisschen auf die Seite, wenn du da oben rumwirkst. Ja. Au! Du hast doch gesagt, gehst auf die Seite. Was war das gerade? Rache oder was? Ja, natürlich. Warte. Nee, 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 nee. Ja, ein bisschen erkältet bist du auch, wie es sich anhört. Ja. Wo man sich nicht alles im Zug ansteckt. Oder Flugzeug. Naja, gut. Klimaanlage, Lüftung und so. Genau. Ist ja auch immer so ein Punkt. Dann ist man es auch meistens nicht gewohnt, irgendwie in der Höhe oder sowas. Das macht Ja. auch schon einiges. Bestimmt, ja. So, jetzt räume ich das mal hier unten ein bisschen auf die Seite. Hast noch viel drin da? Was? Also, es ist jetzt noch eine halbe Anhänger. Ah, müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal, sollst du einen anderen Anhänger nehmen. Also, meinst du gleich diese Hofwägelchen? Wenn du möchtest, dann kannst du auch mit denen kommen. Das macht dann aber 1000 pro Wagen, ne? Nee, nee, dann kommst du lieber nochmal mit dem. Weil wegen Kilometerpauschal und so. Ich muss ja Fußgängerwege nehmen und so. Ja. So. Naja, gut, so viel haben wir jetzt ja nicht mehr. Ja. Ja, klar. Ich bin ja schon mal froh, dass ich von dir überhaupt Holz kriege, also deswegen. Ach hier, ich bin froh, dass ich es überhaupt loskriege. Weil ich habe jetzt auch schon mal in der Gemeinde angerufen, ob die. Nee, wir heizen nur noch mit Öl. Was mit Öl? Ja. War da nicht mal was im Gespräch, dass man da eigentlich mehr so auf Gas gehen sollte? Ja, nee, Gas ist ja teurer jetzt im Moment. Das stimmt ja, wir haben ja die Krise ja auch noch. Eieiei. Hätte ich ja schon wieder Da fast war ja was, vergessen. ne? Na gut, weißt du, wenn du nicht in der Materie drin bist und nur mit Holz heizt, da ist dir das eigentlich relativ egal. Genauso sehe ich es. Obwohl der Holzpreis ja, muss man sagen, auch momentan ein stolzer Preis ist. Nicht mehr, muss ich sagen. Ja, aber es war Also, mal eine Zeit lang der war mal richtig, ja. heftig. Der war mal richtig, ja. Ach ja. Aber was ist heutzutage günstig? Sagen wir es mal so. Das stimmt auch wieder. Da komm her zu mir, mein Holzscheitel, komm. Bitte schön. Ach. Warte, bitte. So.
Da ist doch jetzt fast alles draußen. Du kommst auch noch raus da. Genau, dann fährst du gerade ein Stück vor und dann. Ja. Zieh ich hier mal den Rest runter. Jo, passt. Wo raus hier? Sag bloß, dir gefällt meine Halle nicht. Ach, raus, einfach raus. So, perfekt, da ist das Holz auch gleich verräumt. Warte mal, dann sperre ich aber hier gleich mal zu. Auf beiden Seiten, nicht, dass mir jetzt noch einer mein Brennholz klaut. Das ist gute Holz, das ist gute Holz. Na eben, weil siehst du ja, hier alles leer gerade. Ja. Da muss alles noch wieder aufgefüllt werden. Aber ich habe unten auch noch ein paar Holzbalken, die müssen weg. Ja. Für den Hofumbau im Frühjahr. Ja, ja. Aber jetzt mal ganz anders. Hast du dich jetzt eigentlich mal ein bisschen umgeguckt hier, oder? Noch nicht wirklich. Ich war jetzt bei mir erst überhaupt beschäftigt. Weil du hast ja irgendwas gesagt von dir. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. War es jetzt dein Onkel, oder? Das war der Großcousin, der Cousin meines Großvaters. Ja, genau so ungefähr. Die beiden Cousins, dem einen hat ja hier der Hof gehört und dem anderen hat meiner gehört. Na, okay. Ja, so kann's gehen. Erstmal alles in Familienbesitz und dann teilt sich alles auf. Ja. Na gut. Jetzt besser gesagt, steig ein, aber es geht nicht. Nee. Ich muss ja eh runter. Ich nehme meinen mit. Ja. Nee, wegen dem runter meinte ich eigentlich. Ach, bin ich doch gewohnt hier. So. Aber die Temperaturen sind momentan, wenn die Sonne da ist, ganz angenehm. Ja, das stimmt wohl. Oh. So. Dave, ich mach mal den Funk an. Jo. Ich hör dich. Alles gut. Ich weiß ja nicht. Ich hab mir gedacht, ich schreibe mal erstmal schnell rüber. Ja, ist gut. Warte mal, das ist jetzt dein Großer, ne? Das ist mein Großer, ja. Eieiei. Wie viel PS hast du? Gute Frage. Ich glaube, der hat um die 220 so um den Dreh rum. Ich kann es da aber nicht ganz genau sagen, weil ich habe da noch nicht so ins Datenblatt reingeguckt. Und ich weiß auch nicht, ob an dem was gemacht wurde oder nicht, aber auf jeden Fall, er zieht richtig gut. Da verplatzt der mich auch noch. Eieiei. Hier, guck mal rechts, guck mal links rein. Nee, rechts. Die Halle meinte ich. Ach, da unten das? Ja. Oh, das ist doch. Warte mal, ist das nicht. Ist das nicht Ding? Zum Sägewerk? Warte mal, ich mach mal die Warnblinkanlage mal an. Ja. Weil ich stehe hier schon saudoof. Ich auch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der mit zum Sägewerk gehört oder. Aber da steht doch irgendwas drinne. Irgendwas Rostiges. Weißt du, ja. Siehst du das auch? Ja, irgendwas könnte da schon drinstehen in dem Stadel hier, aber. Ja, hier, sieht nicht was, so... hier sieht man das Dach. Ein Dach oder sowas. Dach mit Fenster. Irgendwie so ein altes Auto oder was? Ja. Aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil der ist. Ja, aber ist ja auch zu, da kommst du gar nicht so wirklich rein. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Es sieht aber so aus, als würde dieser Stadel mit zum Sägewerk gehören. Kann gut sein. Ich weiß es nicht. Zumindest zum alten Sägewerk hat es, glaube ich, mal gehört, weil hier liegen auch noch Baumstämme rum, also. Ja. Aber wenn die hier noch rumliegen, nehme ich sie gleich mit. Weil ich glaube, da musst du wirklich mal Gemeinde nachfragen, ob das frei ist oder nicht. Ja. Ach ja. Aber der ist auch wirklich so unscheinbar eigentlich da drin. Wenn du jetzt nichts gesagt hättest, da hätte ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ja, ich habe das auch nur mal im Augenwinkel gesehen, als wir Schnee geschoben haben. Oder du. Na ja. Ich den daher bin. Na gut, da war ich dann eher mit beschäftigt mit meinem klemmenden Gaspedal. Was hast du da eigentlich nochmal gemacht? Ich habe doch von dir das Handy gekriegt und habe ja beim Händler angerufen. Ja. Und am Gaspedal, der Mechanismus. Das heißt, ich sollte mal aufmachen und gucken, ob der verdreckt ist. Ja. Und den wieder gängig machen. Und
Ich kann es ganz ehrlich sagen, der war richtig verdreckt. Kein Wunder, dass der hängen geblieben ist. Aber hier, das Schnee ist ja auch weg. Ja, ich sag ja, wenn die Sonne da ist, die hat schon richtig Power. Ja. Aber ich glaube, laut Wetterbericht kommt der Schnee wieder zurück. Ja. Da ist... Ja, da kommt auf jeden Fall noch was. Wetterbericht sagt deutlich ziemlich viel Schnee und ziemlich kalt an. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Soll ich dir hier mit reinfahren, oder? Einfach hinterher. Guck du erstmal an links ran und dann ab geht's da. Einfach vor das vor die Mistwand, weißt du? Darf ich dir da ein bisschen über dein Grasstück fahren? Fahr drüber. Ich muss eh erstmal gucken, was hier wie was ist. So. Die Frage ist, oh, jetzt bin ich wieder gespannt, wie das hier funktioniert mit dieser Hydraulik. Ja. Hm. Ah, doch, dies funktioniert. Perfekt. Ja, ich will gerade mal. Ja, perfekt. Das funktioniert ja so, wie es soll. So. Och, da ist er drin. Ich hoffe, es ist okay, dass ich so ein bisschen weiter wegfahren will. Mit Drehschimmel ist nicht so mein Fall. Ja, ja, alles gut, alles gut. Passt schon. Aber musst du sagen, auch so wenn es ein bisschen zu schneefrei ist hier, ist schon auch ein schönes Fleckchen bei dir. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist nicht verkehrt. Ja, es geht jetzt auch rasant auf den Abend zu, muss man sagen. Ja, ohne Mist. Ich will ja gleich nochmal was in der Wohnstube holen, dann können wir los. Ja. Wie willst du das denn machen? Willst du gleich noch auf dem Weihnachtsmarkt? Ist ja schon fast ziemlich Abend, oder willst du erst noch mal in den Wald? Ja, liegt an dir. Sonst können wir auch gerne Abend ausklingen lassen, wenn du so bist, und morgen früh ja, das können wir auch machen. Gestärkt in den Wald fahren. Ja, das können wir auch machen. Ist ja auch kein Problem, weil das geht ja doch ziemlich rasant auf die Abendstunden zu. Und ich weiß ja nicht, wie lange du da noch arbeiten möchtest heute. Ach. Weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt auch dienstlich. Müssten wir jetzt auch haben. Da geht eigentlich normalerweise noch was, aber jo. Wir können auch noch mal kurz reinfahren, wie du möchtest. Also, ich habe da. Mir ist das egal. Ich sag mal so, wir können jetzt gerade noch mal gucken im Wald und dann können wir runterfahren. Nö, genau, dann machen wir so. Ja. Vergiss nicht, du wolltest noch was holen. Ja, stimmt doch. Ich gehe schon mal rein in meinen schönen Traktor. Hier hatte ich das hier hatte ich den Kasten. Ja. Oh. Was holt er denn da? Was hat er denn da in der Hand? Ja. Dave? Ja. Was hast du da für einen Kasten in der Hand? Amerikanisches Bier. Ah ja. Ich dachte mir doch, das sieht verdächtig aus. Selbstgebraut. Selbstgebraut auch noch? Ja, uns konnten wir doch selber brauen. Nicht schlecht. Ja. Dann kannst du das ja wahrscheinlich hier auch mal so ein kleines Edelbräu oder sowas für deine Gäste oder so. Wenn sowas irgendwann mal möglich ist, ja. Ja, bestimmt. Ja, ja. Möglich ist alles, aber... Wenn man es genehmigt kriegt und so weiter, weißt du? Naja, gut. Ja, das ist immer so eine Sache. Ja. Aber wenn es dann mal genehmigt ist, dann hast du die Ruhe. Ja. Ich fahre dir einfach mal hinterher, weil ich habe jetzt gerade nicht die Wegbeschreibung im Kopf. Oh nee, ich weiß, ich habe mir das jetzt so ein bisschen mal angeguckt schon. Weil ich weiß noch, dass das Stück zu uns gehört hat, aber wie gesagt, ich war das letzte Mal vor
über 14 Jahren oder so. Ja. Ei, ei, ei. Und du warst jetzt auch schon ein, zweimal da oben. Ja. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, die letzte Zeit mehr da hochgefahren. Heute jetzt das dritte Mal. Diese. Naja, da hat man es dann schon mal im Gefühl. Ja, so ein bisschen. Und den Baum hast du weggekriegt, wo du gesagt hast, der da auf dem Weg liegt. Ja, ja, den habe ich weggekriegt. Da ist mir der Bulldog hinten hochgegangen. Oh, ein bisschen zu leicht. Ein wenig. Ist ja nur das 1500 Kilo Gewicht. Oh, okay. Dann hat aber der Baum gutes Gewicht gehabt. Ja, ein wenig. Ne? Aber ich muss schon sagen, momentan die Zeit hier im Dorf ist ganz angenehm, wenn da weniger Verkehr los ist. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man überlegt, im Sommer geht es ja hier krass ab. Ja. Da fahren hier Trische wieder ganz gescheit und. Naja, und die ganzen Feriengäste. Ja, die erst. Ich will nicht wissen, wie viele ich da am Traktor mitnehmen muss. Aua, ja komm, das ist doch, wie soll man sagen, ein kleines Feature. Ja. Aber ich glaube nicht, dass da die Kinder eher so ganz unnervig sind. Das nee, ich mein. Ja, ja, gut. Wenn es halt mal irgendwann so hart wird, dass man nicht mehr zur Arbeit kommt, dann ist es natürlich schlimm. Ja. Der Hänger hat, glaube ich, ein kleines Lichtproblem. Das flackert ab und zu mal. Nee, ich komme hier gerade mit meinem Lichtreflektionszeug nicht nach. Ach so. Jetzt verstehe ich das, ja. Hab mal ein bisschen die Knöpfe umgebaut, oder? Ja, so irgendwie sowas. Naja, man sieht schon, durch die Schneeschmelze ist ja doch ein bisschen Matsch unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Also es war eine gute Idee, dass ich mit Bulldog gehe, aber nicht mit dem Audi. Ja, also mit dem Audi hätte ich jetzt glaube ich auch gesagt, das geht schief. Weil schief nett, das ist ja Allrad, aber das. Ja, aber die Bodenfreiheit, wenn du jetzt hier überlegst, die Schlaglöcher teilweise, das ist schon nicht ganz ohne. Ja, haben so einen guten Lack, dass der dreckig wird. Na, ich hätte da eher ein bisschen um die Federn ein bisschen Angst. Ja, gut, oder so. So, wo störe ich dich denn am wenigsten? Lass erst mal da stehen, gucken uns das hier erst mal an. Warte, dann fahre ich aber hier mal auf die Seite, weil nicht, dass ich da am Hang stehen bleibe. Ja. Ich glaube, hier störe ich auch am wenigsten. Ja. Yep. Huiuiui, nicht schlecht hier. Da hast du ja auch schon ein bisschen Holz unterwegs hier. Oh, das ist deine Maschinchen hier, oder wie? Das ist mein Schneidegerät, ja. Oh, nicht schlecht, Herr Specht. Oh, huiuiui. Das ist der Johnny. Oh, aber das ist ja schon ein gutes Stück neuer. Ja, ein bulliges Kerlchen ist es. Ja, wollte gerade sagen. Also das ist schon ein schickes Gerät. Ja. Und wie läuft jetzt eigentlich die Maschine hier? Läuft die jetzt so separat oder musst du da auch noch einen Traktor vorne hinpacken? Oder? Nee, das Ding läuft separat mit einem Motor hier, der. Ach da. Das ist. Und das hier ist so ein Greifarm, wo du das Holz hochkriegst, oder wie? Könnte ich theoretisch machen, aber ich habe jetzt die ganze Zeit mit dem John Deere draufgeschmissen. Achso, du hast hier gleich oben reingelegt. Ja. Naja, klar, wenn es gerade geht, warum nicht? Eben. Da dachte ich mir so. Und ja. Und dann schiebt er quasi und schneidet alles ab und spaltet es hier vorne dann gleich, oder? Genau. Und dann geht's Förderband und auf den Anhänger. Kuchen auf dem Anhänger. Und nicht schlecht. Es ist das Einfachste, was man machen kann. Aber du hast auch gut Holz hier rumliegen, wenn man so sagen darf hier. Das ist schon verkauft, das ist ans Sägewerk verkauft. Ah, okay. Die wollen das aber in nächster Zeit nicht abholen. Ah ja, okay. Also das hier, was jetzt hier noch so zum Teil liegt, ist mir. Mhm. Da hinten das Abfallholz, in Anführungszeichen, was ich dann auf den kleinen Holzkipper, Holzfahrer hier drauf latern. Zum Verkaufen. Ah, da hast du den Rückewagen auch gleich mit Kran. Nicht schlecht. Ja. Oh, der ist aber auch nicht gerade alt. Nee, der ist. Und dann der.
Hast du in der Halle schon was gemacht, weil hier ein paar Balken ausgetauscht sind, oder war das schon? Nee, ich habe hier noch gar nichts. Ich bin hier gerade mehr oder weniger heute auch frisch dran gekommen an das Ding. Schöne Fräse hier. Ja, das Vorzeug ist alles nicht so alt. Ich wollte gerade sagen, auch hier eine schöne Seilwinde. Hey. Das Älteste ist es hier, so siehst du eigentlich. Das Älteste ist wirklich diese Holzschnittmaschine. Und die Motorsäge, die ich gefunden habe. Hier, dieser Stiel. Oh ja, okay, die hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja. Naja, also das ist schon... Ja gut, von dem Spiel will ich auch nicht reden, das ist auch schon fast leer. Ach ja, soll ich dir mal ein Spray geben? Nee, ich hab hier alles gut. Das kostet ja ein viel, das sind ja die 50 Euro, sind es ja nur. Ja gut, hält ja auch eine Weile. Ja klar. Aber man muss schon sagen, ist ja schon nett, also du hast auch hier genug gut Platz. Ja. Und das Einzige ist natürlich, dass alles offen ist, aber... Ach meine Herren. Aber bei uns normal hier auf dem Dorf sollte ja keiner irgendwas mitgehen lassen. Ich glaube, was ganz ehrlich, das interessiert mich ja nicht. Irgendwann kommen die Maschinen eher auf dem Hof. Naja, klar. Du wirst halt bloß hier haben, wenn du hier am Arbeiten bist. Ja. Aber jetzt mal eine andere Sache. Wo ist denn jetzt hier eigentlich, wo geht es denn hier eigentlich zu meinem Grundstück? Das war ja gleich nebenan, glaube ich. Und da ist ja, glaube ich, auch so eine Unterstellhalle, wenn ich mich nicht täusche. Ja, steig mal ein. Und dein. Ich hab schon gedacht, du hast mal die Tür repariert. Nee, die kann ich nicht reparieren. Ich bin kein Kfz-Mechatroniker oder sowas. Aber wir haben ja einen guten Händler. Wenn der es kann, ja, dann würde ich das auch sofort nehmen. Die Hände hoch. Weil ich bin mir auch nicht so sicher, ob da was in der Halle drin steht oder nicht. Das kann ich dir jetzt sagen. Oh. Aber das ist schon ein rutschiger Weg, du Lecko mio. Ja, hier ist, glaube ich, das die Wiese. Ach, da steht ja auch noch Brennholz rum. Ja. Also ganz ehrlich. Warte mal. Oh. Ja. Wenn du mal Platz brauchst, wo du was einsperren kannst oder so, kannst du die Halle hier gerne mitnutzen. Ja, wenn ich sowas hab, sag ich ja Bescheid. Weil, wie gesagt, ich habe ja kein Forst-Equipment aktuell oder so. Ja. Aber ist ja auch nicht so weit weg von dir, also bevor du es immer also nach Hause fährst. Ich muss halt echt gucken, dass ich das im Sommer alles irgendwo unterkriege. Weil das Forst ist eigentlich eher alles für den Winter gedacht und... Naja, klar. Ja. Nee, aber wie gesagt, wenn, dann kannst du auch gerne hier reinstellen, weil aktuell brauche ich es noch nicht. Ich habe mit dem Hof gerade genug zu tun. Das wird auch mein Problem werden, ja. Weil ich sage ja, bis der komplett betriebsbereit ist und wieder abgenommen werden kann, muss ja noch ein bisschen was gemacht werden. Auf jeden Fall, klar. Aber nicht schlecht, also. Dann ist es echt nicht so weit weg. Nee, ist es nicht. Das ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so... So nah ist. Ich habe nur mal gesehen, dass hier ein Weg runterführt. Ich dachte mir, das passt doch eigentlich. Naja, klar. Weil ich sage, ich weiß ja auch nicht, was ich hier mit dem machen soll. Gut, ich sag mal, ich könnte hier die Wiese mähen. Ja. Weil sonst ist es halt auch ein Grundstück, wo ich mir eher denke, man könnte eventuell, ich weiß ja nicht, ob du was mit Aufforstung zu tun hast oder ob man da. Ich habe ein Setzgerät da, ja. Weil sonst könnte man auch sagen können, man kann das hier mal ein bisschen aufforsten, das Ganze. Ja. Dass man ein bisschen Waldvorrat hat. Ja, klar. Aber sonst, wie gesagt, ich habe da noch nicht so wirklich so viele Pläne. Aber da bin ich mal gespannt. Wenn du möchtest, dann würde ich mir noch gerne dein Gerät mal angucken, wie das da funktioniert. Können wir gerade mal machen, ja. Oder wollen wir das denn lieber moin machen? Ja, das können wir auch machen. Weil, Ah ja, gut, es wird dunkel, gell? Eben. Wenn das dann doch mal was passiert und dann liegt einer drunter. Naja, das stimmt so. Das muss jetzt sein. Weißt du was? Ich bin mir gerade überlegen, ob ich den Hänger hier stehen lassen soll erstmal. Ja. Weil wir wollten ja auf dem Weihnachtsmarkt noch fahren, oder? Ja, ich nehme den Hänger mit. Das ist dünnsweise. Ja, ich nehme mit. Ach komm, ich lasse ihn hier schnell stehen, weil... Pff. Ja, mach los. Weil wenn der jetzt auch noch im Dorf rumsteht, der Hänger, das muss ja nicht auch noch sein. Warte mal, ist das dein Baum, der hier markiert ist?
Das müsste, glaube ich, wenn das. Ja. Ja, das ist noch meiner. Ich glaube, das ist noch übrig. Der hätte mal weg sollen. Ja, gut. Er sieht auch nicht unbedingt so fit aus. Wollte ich gerade sagen. Ich habe schon fittere Bäume gesehen. Ja, stimmt. Aber ich sag mal, wenn es jetzt nochmal Winter wird und ich morgen eh bei dir bin, können wir ja mal durchgucken. Wenn wir ihn vielleicht ummachen können, den dann oben mal. Naja, dann kannst du den Aster einen vom sonst mal einen Wagen oder so. Naja, klar. Dann ist gut. Wow. Haben wir ja einen längeren. Habe ich nicht vor, ich bin auf Abstand. So ein Ding ist das, Abstand. Ja klar, Abstand. Das ist immer so die Frage zum Freund immer gewesen. Was hältst du denn von der Abstand? Aber ich muss ja eh hinter dir herfahren, weil ich finde hier nicht mehr raus so schnell. Vor allem jetzt, wenn es dunkel ist, nicht. Heide. Boah, da gibt's aber ganz schön Gas. Ich? Ja? Ich lasse eigentlich nur rollen und hab die Kupplung mitreden. Boah, das war auf jeden Fall mal eine sportliche Kurve gerade. Ein wenig, ja. Und wie war das? Gucken ist auch nicht so angebracht. Naja, ich hab schon geguckt, also da kam jetzt gerade nichts. Ja, ich nicht, deswegen. Aber du sollst mal deinen Heckscheinwerfer ausmachen hier draußen auf der Straße. Ja, so ist gut, ja. Du hast Napier geblendet. Nee, das ja gut, der Hänger hat ein bisschen was abgehalten, aber es hat immer mal ein bisschen was durchgeleuchtet. Ich glaube, er soll ja mitten im Dorf sein, da an der Kornmühle, oder? Ja, da stand, glaube ich, auch so ein Cola-Truck, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, die wollte ich schon immer mal live sehen. Ja, ich wusste jetzt noch nicht mal, dass da sowas überhaupt existiert. Ja doch, ich habe schon mal mitgekriegt, so von der TV-Werbung da immer, dass die mal so... Ja, das schon, aber das... ...durch die Gegend fahren. ...live existieren. In Amerika wurde immer gesagt, sowas gibt's, denn wenn nicht, sind's andere Leute. Ah, okay. Ja, ich hab's immer mal mitgekriegt, dass die immer so durch die Gegend fahren, aber ich hab's nie live gesehen und deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht gibt's sowas ja in Amerika auch nicht. Ich weiß es nicht. Naja, wäre ja schon schade eigentlich. Konzern kommt ja aus den USA. Da sollten sie das ja schon eher auf dem heimischen Markt auch machen. Jein. Das stimmt nicht ganz. Erfunden wurde Cola eigentlich in Deutschland. Was? Ja. Ja gut, ich lasse mich auch was Besseres belehren. Ich kenne mich da nicht so aus, da bin ich nicht so in der Materie drin. Oha, da leuchtet schon ein Weihnachtsbaum. Da ist auch schon der Truck. Oh, das sieht schon festlich aus. Lecko mio. Ja, wie mache ich das? Warte mal, wo kann man denn am besten parken? Hier kannst du recht gut parken. Hey, warte mal, dann stelle ich mich jetzt mal ganz frech hier einfach hinten hin. Ja, ich bin schön hier hin. Jetzt hoffe ich nur, dass ich jo, passt, die Straße passt. Nicht blockiere, okay. Ja. Dann bin ich jetzt echt mal gespannt, was hier abgeht. Ich habe immer noch Licht. Ja. So. Aber ich muss schon sagen, die Beleuchtung hier ist schon nicht verkehrt. Verkehrt auf jeden Fall nicht. Das ist schon schick. Also das mal in echt zu sehen, ist echt... Ja. Ja. Ui, sind wir doch ein bisschen zu früh dran. Da ist noch nicht so viel los, habe ich gerade das Gefühl. Ach. Aber was soll's, man kann ja trotzdem mal ein Tässchen trinken. So, was möchtest du denn haben? Ich, erstmal Glühwein.
Jo, dann zwei Glühwein bitte. Ich merke schon, ich verderb's mir. Warum denn? Seit 20 Jahren kein Alkohol mehr. Dankeschön. Hier, Dave. Danke. Also ich hab's so, ich sag mal so, ich hab mal ein Bier getrunken, ja, aber sonst auch nicht. Okay. Nee, aber ich muss schon sagen, so an sich ist es eigentlich ganz schön hier, muss ich echt so zugeben. Ja, ich glaube, ich nehme gleich mal einen Weihnachtsbaum mit. Oh, kriegt man die hier auch? Ja. Oh ja. Aber ganz ehrlich, die sind mir zu klein, ich nehme einen aus dem Walter. Ich wollte gerade sagen, also das ist schon ein bisschen mickriger. Also der, wo bei mir im Wohnzimmer steht, ist ein bisschen größer. Aber was haben also, sie denn sonst? Ich stelle für uns beide einen, dann ist gut. Ah ja. Machen wir mal. Boah, da gibt's noch ein schönes Würstchen und einen Flammkuchen. Dann nehme ich doch auch mal so ein Stück Flammkuchen, bitte. Ja, ein bisschen Essen hier, also bitte. Ein bisschen ja. Weihnachtliche Stimmung. Klar. Danke dir. Willst du nix? Ach hier, ich muss hier gerade selber rechnen und überlegen. Ja, eine Krippe. Na gut. Habe ich ja, da habe ich auch noch eine vom Vater. Die ist noch auf dem Dachboden. Ja, eine Krippe habe ich auch. Sollten wir vielleicht auch mal aufbauen. Naja. Hahaha, Krippe habe ich auch. Ja, ein bisschen weihnachtlich muss man schon machen. Das ist schon wieder so ein schlechter Wortwitz. Ja, aber da muss man schon mal ein bisschen weihnachtlich denken hier. Hat für unsere Gäste, ist ja bei dir auch nicht anders wahrscheinlich. Ja. Gut, ich habe jetzt gerade nicht so viele Gäste bei mir im Hof, aber ein bisschen weihnachtlich muss man da schon auch denken. Uiuiui, was geht denn jetzt ab? Nein, mir kommt auch kein Gast dieses Jahr. Wie ich so mitgekriegt habe, die kommen alle danach, nach Weihnachten und echt? Mir habe ich ja auch keine mehr. Na okay. Nee, ich habe bei mir jetzt gerade zwei Zimmer belegt. Okay, ja, das ist. Wir bleiben jetzt bis zum zweiten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es passt schon. Jo. Aber dann würde ich an der Stelle mal sagen, wünschen wir unseren Zuschauern fröhliche Weihnachten, besinnliches Fest und eine erholsame Zeit mit der Familie. Auf jeden Fall. Frohe Weihnachten hier. Wunderhübschen Leutchens. Und dann würde ich sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns natürlich recht gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, tschüss. Ciao.